Auch nicht schlecht. So, und da ist er wieder. Ja, wir sind immer noch in dieser Welt und müssen nun den Schwindler finden. Ich glaube, so, wir müssen. Hast du eine Idee? Ja, ich glaube, wir müssen zurück erstmal und dieses Gesicht verwenden. Vielleicht reicht ja erstmal eins. Ja, warte mal ganz kurz, bevor du zurückgehst. Ich überlege, ob ich mir mal ganz kurz, ob wir mal ganz kurz zurückreisen und ich mir eine andere Waffe hole. Dieses Schrotding, ich weiß nicht, überzeugt mich nicht. Überzeugt mich nicht, aber dafür muss ich erstmal ganz kurz schauen, ob ich überhaupt genug Kohle habe. 1000, das müsste reichen für eine andere Waffe. Komm, dann lass uns mal ganz kurz ins Lager zurück. Wir sind Palast der Glückseligkeit 2. Alles klar. Palast der Glückseligkeit. Klingt wie ein Chinese, ne? Ich fand, so viel Glück hatten wir bisher noch nicht, aber... Nee. Vielleicht kommt's ja noch. So, Waffen aufwerten, auf gar keinen Fall. Ich möchte eine neue Waffe haben, aber du willst aufwerten bestimmt. Ich werte auf alle Fälle, weil die ist super, die ich habe. So, was ist mit ihm hier? Warum macht denn der hier Schusstraining? Er soll mir eine Waffe verkaufen, der Typ. Komm her! Ich hoffe, du machst keinen Ärger, Fremdling. Das wäre mehr Arbeit für mich. Der mag mich nicht. So, zeig mir deine Waren. Oh ja, hier. So, jetzt schauen wir mal, was haben wir denn hier? Black. Oh. Gewehr. Witwenmacher. Klingt doch schon mal ganz gut. Hat auf jeden Fall ein Scope dran. Ich hätte einfach so ein normales Gewehr. So, was können wir denn verkaufen? Ah, hier, guck mal. Sowas können wir auf jeden Fall auch verkaufen. Aber man weiß natürlich nicht, für was man das letztendlich noch braucht. Was kann man verkaufen, was braucht man noch? Ja. Witwenmacher, ist der geil? Oder lieber den hier, Blackmore. Blackmore ist ein Gewehr, das ist auch... Hast du die Knochensäge? Ja, ne? Warte. Heißt die Knochensäge? Ich sag's dir gleich. Das Ding heißt... Ja. Okay... Knochensäge. Ich weiß nicht, ob ich den hier nehmen soll. Aber das ist halt... Der hat halt... Ideale Reichweite ist 35 Meter. Das ist halt schon was für weiter weg. So, das ist wieder eine Schrotflinte. Was nehme ich denn jetzt? Ach, ich glaube, ich nehme den hier, oder? Oder nehme ich den? 27 Meter. Schaden 70. Das wäre ganz cool, wenn man das irgendwie vergleichen könnte mit der aktuellen Waffe, ne? Mhm. Ich glaube, die nehme ich hier. Oder ich nehme die. Nee, ich nehme die. Oder? Ich bin unsicher. ich nehme den. Ich nehme das gleiche Ding, was du hast, glaube ich. Ich glaube, die ist geil. So. Also gut, Fremdling. Denk dran, die Entscheidungen. Also gut, Fremdling. Na dann. Wäre ganz cool, wenn man die alten Sachen irgendwie verkaufen könnte, ne? Kann man doch auch. Die alte. Achso, ja, nee, nur irgendwelche Sachen, die wir gefunden haben. Ja genau, aber alte nicht. Waffen halt nicht, ne? Nee, das stimmt. So, ich gehe mal auf Waffen aufwerten. Er zeigt mir das noch an, obwohl ich da wahrscheinlich nichts habe für. Aber können wir trotzdem mal schauen. Oder musste man da kein Geld für einsetzen? Doch, musste man. Musste man, ne? Ja, was kann ich für dich tun? Ausrüstung verbessern. Ja, geht da nicht. Hast du wenig Kohle? Zu wenig Kohle habe ich hier. Herabstufen kann ich die aber hier. So, ich habe die jetzt herabgestuft und habe wieder was bekommen. Kann ich jetzt aufwerten? Oh, jetzt kann ich aufwerten hier. Guck dir das an. Sehr schön. Dann nehmen wir mal hier einmal auf die Knochensäge hier. Zack. So. Bis dann. Sehr schön. Ich check mal. Ja, so gefällt mir. Oh ja, der hat auch richtig Schuss. Die Knochensäge. So, und ich werde auf jeden Fall erstmal, da muss jetzt erstmal der Mod drauf.
Dürfen wir natürlich nicht vergessen. So. Jo. Und dann sieht die auch ein bisschen anders aus nochmal. So, sehr gut. Jo. Dann kann es weitergehen, würde ich sagen, oder? Jo, dann fass den Stein an. Ja, aber wir müssen unbedingt öfter mal hier wieder zurück, um die Sachen aufzuwerten. Ne? Das ist echt wichtig. Das haben wir, glaube ich, in der anderen Session, boah, schon ewig nicht mehr gemacht. Gar nicht. Wer weiß, wie hoch wir aufwerten können. Ja, gar nicht gemacht. Gar nicht. So, Schnellreise. Nee, wir wollen, hier wollen wir hin, ne? Und dann Nemos Zuflucht, Checkpoint. Das ist es wahrscheinlich, ne? Müsste sein, ne? Wenn es der Palast der Glückseligkeit ist, ja. Ja, eigentlich ist der Palast der Glückseligkeit hier. Na, dann klick da drauf. Aber da sind wir dann wieder, wo wir am angefangen haben. Und wenn wir jetzt draufklicken, so, dann kommen wir zu der Frau, weißt du? Zu der Großen. Ach so, nee, nee, nee. Dahin, oder? Zu der großen Frau, ja. Das war das Letzte, was wir gemacht haben. Ja. Okay, dann dahin. Obwohl uns der Missionsmarker eher zu dem anderen geführt hat. Okay. Also zur Not müssen wir da jetzt hinlatschen. Wollte gerade sagen, zur Not latschen wir zurück oder wie auch immer. Ja, genau. Hier waren wir. Genau. So, jetzt kann ich meine Waffe testen, ey. Geil. Ja, die fetzt. So muss das sein. So, ordentlich Moon. Sehr schön. So liebe ich das. Waffen, die man nicht nachladen muss. Dann würde ich sagen, fahren wir mit dem Fahrstuhl komplett nach oben. Meinst du? Hier können wir auch immer noch nichts machen, ne? Nee, da kann man nichts machen. Ach, wir müssen runterspringen. Wir müssen runterspringen. Warum? Na, weil wir hier nicht hochkommen. Weil da wir hier nicht runter. Ach, deswegen ist das auch da, ja, siehst du? Neues Level, der Doktor hat ein neues Level. Aus engstem Raum. Das müssen wir uns natürlich mal angucken. Das könnte eine neue Mod-Stufe sein. So, und zwar hier. Auf engstem Raum. Erzeugt eine starke Erschütterung, die 150 Schaden und zusätzliche Taumeln in einem kegelförmigen Bereich von bis zu 7,5 verursacht. Teil auf kurze Entfernung Schaden. Ja, der hier, der Typ hier, ist nämlich echt spezialisiert auf Hau drauf, ne? Gehört Gesamtschaden gegen den Gegner innerhalb von 10 Metern Schadenbonus. Das ist das. Okay. Das ist hier die spezielle Waffe für den. Ja. Dieses Druffkloppen. So. Du hast einen Weg, oder? Ja. Okay. Ah, so, da ist Eumel wieder. Wollen wir nochmal zu dem hin? Warte mal. Komm, ich spreche den nochmal an. Ja, mach mal. Gut. Wollen wir dem mal eine mitgeben? Kennst du? Nein! Mensch! oder muss man den vielleicht mal seine Aktion komplett zu Ende machen lassen? Dass man den nicht unterbricht. Ey, der setzt sich wieder hin. Ja, aber nur wenn man ihn unterbricht. Warte mal, lass mal weggehen. Komm mal her, komm mal runter. Das habe ich ihm was beigebracht. Ach, ist gut gemacht. Aha. 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 Aha.
So nämlich. Die magische Feder. Und mit der magischen Feder kann man bestimmt auch die Zeichnungen, genau, zu Ende zeichnen, sozusagen. Sehr, sehr cool. Guck mal hier, dann nehmen wir doch die hier unten gleich mal. Ist da eine? Na klar. Oh ja, na klar. Dann los. Dann pinsel mal. Ich pinsel mal drauf los. Aha. Aha. Oh mein Gott, das finde ich gut. Voll geil. Ja. So, mal gucken, wo es hingeht. Wir kommen wahrscheinlich irgendwo hier aus so einer anderen Tür jetzt raus, wa? Möglich, ja. Mal. Geil, 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 geil. Ah ja, siehst du? Ah ja, hier. Oh. Nee. Wir sind hier noch nicht gewesen. Wir sind in einer ganz anderen Welt. Oh weia. Ja. Das ist Salon der Nee, da müssen wir zurück, glaube ich. Ja. Postulant. Krass. Ja gut, aber hier müssen wir eh hinein, also. Ja, ja, aber ich glaube, das ist eine andere Welt schon wieder. Das ist schon wieder ganz woanders. Da kommt was. Da kommt was. Komm, lass es den mal so kaputt machen. Ja, das ist alles, was ich jemals hatte. Meine Güte, immer diese Palast der Glückseligkeit schon wieder du betrittst. Okay, na dann los. Weiter so. Weiter geht's. Ah ja, hier. Fehlt sogar. Ist ja gut, ist ja gut. Ah ja. Wow, Mensch! So. Und weiter geht's. Ich lass dich mal vorlaufen. Du hast definitiv. Du hast den Code Kolben, fürs. Ne? Den Code fürs Draufhauen hast du definitiv inne. Ja, das ist der Haut drauf wie nix hier. Das ist. Ja, ja. So, hier haben wir auch noch irgendwas. Ach ja, ach, Prügel, ja, das ist das. Der Prügel-Otto ist das. Hm? Ja, ja. So. So, ich vermute, aber wir müssen zurück zum Anfang. Ja, wir sind gleich der Anfang hier. Ja, ja, aber so ganz, ganz zum Anfang, wo diese, wo die Gesichter, wo man die Gesichter reinlegen musste, weißt du? Ja. Bogenschützen sind echt scheiße, ne? Oh! Ich muss auch mal hier mein F mal. Ah, ich glaube, das ist aber eher was für Fußvolk. Oh, ich bin tatsächlich. Du musst mich hochheben. Im Heilkreis gestorben? Nee, davor. Warte, ich mache erstmal hier die Jungs platt. Ja, so viel, ja. Achso, du stirbst oder wie? Naja, mach erstmal. Alter! Oh, warte! Hälfte habe ich noch. Mach mich fertig. Warte mal, ich muss mal kurz heilen. Ich bin gleich tot. Ja, ich kann sie erinnern. Alles gut. Und jetzt? Ich hole dich gleich zurück. Ja, ja, alles gut. Boah. Mein Freund! Da liegt er. So, ich geh zum Stein und dann hole ich dich. Hm. Hier ist übrigens auch irgendein Questmarker, ne? Hier. Naja, auf der anderen Seite gibt's doch noch diesen Durchgang. Oh, ist auch wieder so ein Eumel, ey. Warte mal, ich geh mal runter und hol mal den, geh mal zum Stein. Warte, war hier nicht irgendwo einer? Wie der da sitzt, ne? Mhm.
geh mal runter, ne? Unten war doch irgendwo einer, oder? Da genau da. War der. Da. Ja, ja, genau. Das Gute ist, wie gesagt, dass an Checkpoints keine Gegner kommen. Ne? Das ist immer ganz angenehm. Definitiv. So, jetzt sind die Gegner natürlich wieder da. Das heißt, wir müssen wieder zurück in den Raum und uns da durchkämpfen. So, hier haben wir eine Tür. Wo ist denn die nochmal hingeführt? Da waren wir noch gar nicht, ne? Nee. Ach, die ist abgeschlossen. Das ist wahrscheinlich auch eine, wo wir von der anderen Seite dann kommen. Ja. Ich schieß jetzt mal. So, ich schieß mal hier Oh, Ende Melender. Ja, also die Bogenschützen, die brauchst du nicht mit dem Hauding. Das bringt nichts. Weil die fliegen und Oh, da hinten ist ein nächster Gang. Siehst du denn? Nee. Da, vor geradeaus. Stimmt. Aber der wird uns auch wieder in eine andere Welt führen, vermute ich mal. Schauen wir mal. Wir müssen die sowieso alle machen, denke ich. Aber willst du erstmal ganz kurz Heilkreis machen, oder? Ja. Ja, der hat auch das Ausrufezeichen. Aber wir haben da hinten, siehst du das? Da ist noch eine Tür. Lass uns da mal zuerst hingehen. Da ist noch so ein Zeichen. Okay. Das ist nur die Frage, wie wir da hinkommen. Hier hinten wahrscheinlich. Hier hinten runterfahren. Ist ja eine Etage tiefer. Und dann schauen wir mal. Okay, dann los. Ganz runter dann wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube schon, ne? Gibt es jetzt irgendwo noch eine andere Möglichkeit? Hier gibt es was, wo man rauskommen könnte? Ja, das war aber das gleiche, glaube ich. Ja, das war hier, wenn dann was hier. Ah, hier waren wir doch vorhin schon. Holen wir sie uns! Weiterschießen! Ja, aber. Wo ist das? Ach, das ist. Ach so! Hä? Das ist noch eine Etage tiefer irgendwie. Oh, was? Ist gut. Ach, das ist das Ding. Das ist dieses Portal. Ach, was mir angezeigt wird. Nicht gut. Alter! Mensch, du! Junge, ey! Ich brauche einen Heilkreis. Das ist immer so ein bisschen. Das ist ein bisschen nervig, finde ich, dass wenn du den Angriff ausführst. Und dich trifft ein Gegner vorher, bricht er ab. Ja. Lass uns mal durch das Tor da oben gehen, wo wir gerade herkamen. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, da müssen wir auch lang. Hier lang? Weil da ist auch das Ausrufezeichen. Ach nee, hier müssen wir lang. Ist bereit? Ja. Okay, dann los geht's. Oh. Hier noch nicht aussteigen. Dann brauchen wir nicht mehr. So, na denn. Jo. Aha. Mhm. Das ist interessant, dass wir hier mal wieder anfassen müssen. Der Eisenbezirk. Aber wir haben immer noch nicht das mit der Dings gelöst, ne? Nee, mit den Masken. Nicht. Ich würde gerne wirklich nochmal die Masken da reinlegen. Zumindest die eine. Lass uns doch wenigstens mal gucken, wo wir hier hinkommen. Ob das hier irgendwas ist, was... Wir sollten weitergehen.
Mir gefällt das. Da ist ein Hund. Da war ein Hund. Das ist auch wieder ganz anders, die Welt, ne? Da kommen sie! Sind unterwegs hier! Bitten Sie zuerst! Zeigen wir's denen. Aber also, Item. Alter, der schmeißt dir mit Dingen. Ach komm, wir müssen den hier nehmen, ne? Oh. So, ja, wie sieht's aus? Wollen wir erstmal zurück, oder? Das klang irgendwie gefährlich gerade. Ja, ne? Ich kann meinen Dings schießen hier. Oh, das ist geil. Das ist cool für so Bodengegner. Hier unten ist eine Tür. Hier unten ist eine Tür. Nein, eine Treppe ist hier. Hier ist eine Treppe. Ja, ja, ich weiß. Oh. Was ist denn? Hier ist hier unter uns. Ach du Sch... Oh, ich bin weg. Hä? Tot. Was war denn? Ich war eben gerade unten an so einem Abflussrohr. Geh mal runter. Geh mal runter. Warte, wo dreh ich mal um? Genau da unten. Und dann kam da so ein Viech. Hör auf. Ach, da darf man nicht zu nah ran, meinst du, oder wie? Ja, der hat mich dann wie so eine überdimensionierte Ratte. Die hat dich da reingezogen, oder wie? Genau. Boah. Okay. Konnte nichts machen. Dann hole ich dich mal wieder. Ja, bitte, bitte. Oha. So, aber trotzdem würde ich gerne, glaube ich, wirklich nochmal, weil das ist schon wieder eine komplett andere Welt hier. Also wahrscheinlich müssen wir hier weiter, aber ich will erstmal das mit den Masken... Weißt du, irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben da noch nicht alles gelöst. Okay, dann lass uns mal rangehen, dann musst du da hinklicken. Achso, oder wir gehen einfach zurück. Genau. Ich will zumindest einmal die Maske darauf legen, weißt du? Vielleicht filmen wir die Maske auch in einer ganz anderen Welt. Das kann natürlich auch sein. Hm. Aber zumindest will ich einmal eine drauflegen. Und gucken, ob wir alles schon erschlossen haben, vor allen Dingen. Oh, oh, oh. Oh, einer. Oh, ich muss einen Heilkreis, komm mal her zu mir. Ja. So, wie kommen wir jetzt zu dem Anfang dahin? Scheinbar müssen wir hoch. Wir müssen irgendwie hoch. Irgendwo muss eine Treppe sein, die uns hochführt. Hier hinten, glaube ich, war das. Hier. Warte. Ja, hier. Okay. Hier. Komm mal her zu mir. Hier ist ein Fahrstuhl, der fährt uns... Nee, der fährt uns runter. Nee, der fährt uns runter. Dann vielleicht die andere Seite. Aber wir sind doch hier durch das Haupttor gekommen. Durch dieses hier. Nee, wir müssen aber zur anderen Seite. Wir sind doch hier durch dieses Haupttor damals gekommen. Hier. So. Und da war doch dieses Ding gleich am Anfang, wenn wir hier lang gehen. Ja, ja. Das war das Haupttor? Ah, okay. Ja, also hier hinten lang. Na gut. Ja, jetzt wo du es sagst. So. Dann holen wir uns mal das Ding ins hier. Guck
Können wir auch nochmal gucken. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Zwischenetage. Mhm. Sieht so aus. Ja, hier sind wir richtig. Ah. Ah, guck mal, da hinten ist nämlich auch noch ein Tor. So, dann lassen wir die Sachen drauflegen. Na, soll ich mal machen? Ich leg mal drauf hier. Ne, der ist es nicht richtig. Versuchen wir beim anderen. Ja, warte. Ja, der klappt. Sehr gut. Okay. Gut. So, dann lass uns mal. Was haben wir denn hier? Da ist gar nichts, oder? Nee, das ist nix. So, ist hier irgendwas noch auf der Map, was rot ist? Nee. Also doch, ja, na klar, als wir vorhin durch die anderen Türen sind, ne? Doch, da ansonsten unten ist noch was rot. Da unten ist noch was rot. Da sind wir noch nicht durch. Siehst du das? Ganz unten. Ganz unten. Also bei mir ist alles in Ordnung. Nee, da ist also auf der Map. Bei mir, ich hab da noch was. Ja, dann lass uns mal da runter. Vielleicht wird mir das Bus hier nicht angezeigt. Das heißt, hier lang. Ja. Und da scheint auch noch ein Fahrstuhl zu sein. Okay. Bist du bereit? Ja. So, und zwar hier geradeaus. Ja, da ist die Tür, da kommen wir aber nicht hin. Weil da zu ist, ne? Ja, genau. Die haben wir noch nicht aufgeschlossen gekriegt. Ha. Das heißt, wir müssen hier, das geht gar nicht anders. Ja. Warte mal, ich guck nochmal auf die Map. Ah, das stimmt. Aber da ist halt, wie gesagt, da ist noch ein Fahrspiel. Ja, aber du hast recht. Sonst ist hier wirklich alles. Naja. Uff, hier deckt. Also ich würde gerne so durch die Tür oben erstmal gehen. Nicht die hier unten, sondern durch die Tür oben, die wir angemarkert haben oder angezeichnet haben. Oder die war unten. Wo wir gerade durch sind, ne? Die hier meinst du, ne? Nee, die andere wollte ich haben. Erstmal. Aber wir müssen, glaube ich, dahin, wo, wenn dann müssen wir dahin, wo das Ausrufezeichen ist, also wo der Questmarker ist. Ja, ja, aber wir nehmen da, lass uns erstmal diese Nebenquest machen. Vielleicht bringt die uns den zweiten, den zweiten Kopf. Ich schätze mal, dass der Vogel, der uns den zweiten Kopf bringt, den wir jetzt ausschalten müssen. Komm, wir gehen mal an den Checkpoint hier. Und da reisen wir dann zu dem Ausrufezeichen, würde ich sagen. So, der hier nicht angezeigt wird. Ach so, weil das kein Reisestein ist wahrscheinlich, ne? Der Reisestein ist nur ein großer, ne? Na, dann lass uns doch hier hinten hingehen, da war doch ein großer. Ist da, ja, stimmt, da ist ein großer, hast du recht. Ja, was ich aber cool finde, ist, dass die Gegner, wenn du sie einmal zerlegt hast, außer du gehst an den Stein ran, dann auch weg sind, ne? Ja. Und dass auch die Sachen, die du zerkloppt hast, nicht wiederkommen, finde ich auch gut. Mhm. Und die Hauptgegner kommen nicht wieder, das finde ich auch gut. Also die übelsten. Ja. So, warte mal, wir gucken noch mal ganz kurz hier oben. Vielleicht können wir ja da auch noch jetzt was machen. Wir haben ja, nee, wir haben nur die Feder, aber die macht da nichts. Na gut. Naja, gut. Ein anderes Rätsel für einen anderen Tag. So, hier, puff. Eisenbezirk, genau. Also da ist auf jeden Fall primäre Ziele, steht ja auch da unten. Aha. Also ich denke mal, wenn wir da dem dann folgen, dann sind wir auf jeden Fall richtig. Na, zumindest sollte man immer versuchen, die ganze Map einmal aufzudecken, weil es gibt halt auch noch
Sidequests und Rätsel, die euch dann auch zu bestimmten Kisten und so Sachen führen. Gut. Hier haben wir ja schon so ein bisschen was aufgedeckt. Nicht an die Gitter gehen. Aber das muss kleines man Ferkel doch. Nee. Daneben. Klatsch. Ich denke mal, später wird es auch noch eine Fähigkeit geben, die dann diesen Move nicht mehr unterbricht. Schätze ich mal. Oh, die hat sich hier schön aufgewärmt am Feuer, aber... Ja, ja. Oh, was war das denn? So, ja, gehen wir gleich hier weiter, oder? Ja, 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 genau. Das viktorianische London. So, die können übrigens von allen Seiten kommen, die Jungs und Mädels hier. Stört ihn gar nicht, ne? Hm? Stört ihn manchmal gar nicht, wenn man die auf die schießt. Das ist eigentlich auch ganz gut, ne? So einzelne Salven abgeben, ne? Dann streut man nicht so rum, ne? Naja. Wobei die eigentlich ganz gut zu kontrollieren ist, die Waffe. Also, Rückschlag hat die, finde ich, nicht. Ja, das ist schon. Gut, dann. Aber ich hätte gern zwei Primärwaffen, muss ich sagen. Dann würde ich mir noch ein Scharfschützengewehr mitnehmen. Scharfschützengewehr habe ich immer gern dabei. So, ich würde mal Moon einsammeln. Das sammelt mir nicht wirklich jeder nur für sich ein. Das ist ein bisschen schade, aber ist auch okay. Naja, also in dem Fall ist das tatsächlich in Ordnung. Ne? Ja, wollen wir erst nach links oder erst nach rechts? Ach, guck mal, hier ist eine Tür. Naja. Wollen wir die erstmal machen oder wollen wir erstmal weiter? Mach mal, ja, mach mal. Zu. Ja, auch nichts. Nee. Dann? Und da kamen wir. Ja. Ich will auf jeden Fall auch diesen Haudegen dann auch nochmal aufwerten. Raben, Vorsicht. Ach nee, wir sind ja nicht bei Hand. Ich kann sagen. Oh, da hinten kommt ein Dicky. Dicky. Ich schmeiß mal hier mein Links hin. Warte mal, ich mach mal hier einen Schallkreis für uns. Jo, sehr gut. Aufhalten. Oh, der lädt aber lange nach, ne, dafür. Ja, ja, naja. Aber ist okay. Oh, einschüchternde Präsenz. Sehr gut. Das klingt gut. Neues Attribut. So, muss ich mal kurz angucken. So, alles klar da? Gut, oder ja. Sind noch Gegner? Ja, nein. So, okay, ich komme. So, einschüchterne Präsenz. So, nach Aktivierung einer Draufgängerfähigkeit teilen Gegner im Umkreis von 15 Metern für 15 Sekunden 10% weniger Schaden aus. Okay. Okidoki. Oh, ich habe einen... Nee. Hier können wir dann noch wechseln, glaube ich, unter den verschiedenen Sachen dann hier.
Erhöht Relikteffizienz um 15% und heilt Verbündete in der Nähe um 30% des gesamten Heilungswertes. Güte. Ja. So, Freunde, übrigens, guter Tipp an der Stelle. Das Ding hier, ja, Likör des Entkommens. Nicht trinken, ja. Weil dann sterbt er sofort. So, da ist eine Troller. Ja, daneben. Wir bekommen Besuch. Ein Eigenschaftspunkt. Oh ja. Wollen wir den erstmal verteilen oder? Jo. Machen wir schnell, wa? So, ich würde sagen Vitalität, oder? Oder Kondition. Ah, erstmal Vitalität. Das ist Esser. Das muss erstmal. Mir ist das die Vitalität, ja. Ja, ja. So, gut. Geh mal ganz kurz hier die Treppe hoch. Ja. Komm mal mit. Mhm. Bezüglich. Aufdecken, ne? Aufdecken. Hier ist nämlich eine Kiste. Ah, ja. Und Bodennebel. Nodenbebel. Ja. Aber was Bodennebel ist Eisen. Schön. So, dann gehen wir erstmal. Ja, weiß ich auch nicht, wo wollen wir zuerst hin? Ich hopp runter. Gehen wir erstmal in die Ecke da, ne? Gehen wir erstmal nach rechts. Kiste, Kiste. Noch eine Kiste, ja, nicht zu nah ans Gitter gehen. Terrorbombe. Ja, die dürfen wir auch nicht vernachlässigen, aber ich würde sagen, also ich heb mir die lieber für den Endboss auf, glaube ich. Die dicken Dinger. Vor allen Dingen, wenn man dann auch keine Moon mehr hat, weißt du? Erstmal die ganzen Sachen droppen und dann. Gut. Sagen, weiter geht's, wa? Jo. Ferkel. Eindringlinge, ich wusste es. Schau ich nochmal her. Nein. Ich denke, die Luft ist rein. Vorerst. Oh, das ist ein Dicker. Da hinten. Ja, ich gehe mal hier die Treppe hoch. Ein High Ground ist immer besser, ne? Ja. Ich will dem mal hier so ein Ding hinschmeißen. Ja. Oh, das ist so ein Elbenkrieger, glaube ich. Der kommt hoch. Von wegen High Ground. Jo, haben ihn gleich. Ist mir voll in die Flitze geflogen. Ich brauche Munition, ne? Also nicht, oh, nicht alles, einfach alles einsammeln. Habe ich gerade schon. Habe ich akustisch nicht gehört. Die brauche ich nicht. Die rote brauche ich leider. Da hinten. Was? Rote Munition hier unten. Ja, hole ich mir sofort. Lass gut die Kiste aufmachen hier. Verbrauchstempo.
Augen auf. Da sind vielleicht noch welche. Ja. Jo. Jo. Aber auf alle Fälle müssen wir da noch hin. Ich muss da noch ein bisschen was freischalten. Ja, ja, ich auch. Ich auch. Hier meinst du die Richtung hier, ne? Mhm. So, dann hier die Treppe hoch. Ah, was haben wir denn hier? So, warte mal, bevor wir weitergehen, einmal ganz kurz I. So, wir haben Verband, haben wir, für Blutung stoppen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Das können wir uns mal auf die 5 legen. Und dann haben wir hier... noch ein Relikt bekommen. Das gucken wir uns nochmal an. Was haben wir denn jetzt hier? Mod-Laufzeit, das glaube ich ganz gut. Kritische Treffer ist auch Ausdauer. Können wir mal wechseln. Und zwar in Verbrauchstempo. Das probiere ich mal aus. So. Ja. Ferkel! Oh, da ist wieder so ein Willi. Brauche Munition. Scheiße. Letzte Kugel. Oh, der kämpft auch gegen die Dorfbewohner. Siehst du das? Ja. Also ich habe keine Munition mehr, ne? Für meine große Waffe. Ja, ich habe noch. Krass. Ja, der bekämpft tatsächlich auch die Dorfbewohner hier. Meine Munition. Oh, ich habe auch keine Mun mehr. So, ich würde den nehmen hier. So, verlockend am Gitter, ne? Warte mal, ich geh mal kurz hier hoch. Jo. Hier ist aber nothing. Boah, die Waffe passt doch viel besser zu mir hier, finde ich. Richtig schönes Teil hier. Mein Verstärker, da. So. Boah, ist das groß. Sollen wir erstmal hier lang, oder? Mhm. Obwohl, ja gut, wir müssen eh da lang, weil da ist praktisch so der... Das schließt sich wieder mit dem anderen zusammen. Aber wir können noch da lang, aber da ist dann wieder ein Tor. Ich glaube, wir müssen erstmal links aufdecken. Also erstmal da, wo wir jetzt lang gehen. Da gehen wir zwar wieder zurück, aber da müssen wir trotzdem noch hin. Durch? Da müssen wir wahrscheinlich hoch, ne? Wir müssen irgendwo hoch. Da, die Treppe. Ne? Hat Geräusch, das war doch schon wieder gerade. Oh, da ist schon wieder so einer. Warte mal. Mal kurz runter. Ja. Okay, gut. So, ich brauche dann Primärmunition, ne? Du auch, ne? Aber. Ja. Gut. Keine Munition mehr. Ach ja, genau. Och, Stick, Schweinchen dick. Ich lass Schweinchen dick mal einfach in Ruhe. Das reicht erst. Das macht eigentlich gar nichts. Das läuft nur rum. So, hier ist irgendwie... Das ist der Kirchturm. Das ist der Kirchturm. Den kennen wir auch schon.
Da wartet ein weiteres Rätsel auf uns, Freunde. Was wir auch noch nicht gelöst haben. Aber hier ist ein Checkpoint. Guck mal. Sogar ein Reisestein. Mhm. Komm ich mal zu dir. Wir haben auch noch was vergessen, ne? Wir haben noch was vergessen. Aufzudecken, ja. Ja, wir müssen da hinten dann noch lang, ja.